und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll sich alles um die Anzucht von Microgreens und Keimsprossen drehen. Und wusstet ihr eigentlich, dass diese kleinen Keimlinge richtige Vitaminbomben sind? Also Microgreens und Keimsprossen enthalten die geballte Kraft an Vitaminen und Nährstoffen und sind richtige Vitaminbooster im Winter. Also genau das Richtige für die kalte Jahreszeit jetzt. Und das Beste ist, dass ihr sie übrigens das ganze Jahr über anbauen könnt, ganz bequem auf der Fensterbank. Ihr braucht dafür noch nicht mal einen Garten. Also eine richtig tolle Sache. Und ja, wenn ihr neugierig seid, wie ich Microgreens aussehe und Keimsprossen ansetze, dann bleibt gerne dran. So, für die Aussaat habe ich mir alles bereitgestellt. Ich habe mich entschieden für die roten Radieschen, für die Microgreens Brokkoli und Alfalfa. Dann habe ich mir schönes Porzellan rausgesucht, wo ich mir gut drin vorstellen kann, dass die Microgreens nett auf dem Tisch aussehen. Dann darf die Ballbrause natürlich nicht fehlen, ein bisschen Anzuchterde und Wattepads. Und eine Etagere habe ich mir rausgesucht, weil ich glaube, dass es auch ganz nett aussieht, wenn die Microgreens auf der Etagere wachsen. Und ja, als Unterlage habe ich mich für Wattepads entschieden. Die größeren, die habe ich aus dem Babybedarf. Die sind chlorfrei gebleicht, 100% biologisch abbaubar und größere Wattepads. Und natürlich kann man auch eine Küchenrolle einfach verwenden. Und ich habe mich jetzt für die Wattepads entschieden und finde die eigentlich ganz super dafür. Und ja, dann geht es auch schon los. Ich habe die Schalen und das Porzellan mit den Wattepads ausgelegt, schauen, dass da keine großen Lücken entstehen und dann wird das Ganze vorab angefeuchtet, damit die Samen, wenn man die darauf verstreut, nicht hin und her rollen, die haften dann ein bisschen besser und haben auch schon eine Grundfeuchtigkeit von unten, weil die Wattepads sich vollsaugen und sobald die Samen verteilt sind, kommt dann auch nochmal mit der Ballbrause ein bisschen Wasser darüber. Und dann geht's los mit den Alfalfa. Die hatte ich bis jetzt noch nicht und bin sehr gespannt, wie die wohl schmecken. Das ist das Saatgut von einer Luzernenart und die kann man sowohl als Keimsprossen im Glas verwenden, aber auch für Microgreens. Und ich werde beides einfach mal testen und schauen, wie die sich machen. Und hier sieht man das Saatgut, das ist sehr, sehr fein, also wirklich ähnlich wie Kresse sieht es aus. Und das habe ich dann dünn verstreut auf den Wattepads. Ich möchte 3 verschiedene Sorten auf einem Tablett anbauen, damit man auch die Vielfalt auf dem Tisch hat. Und man muss da ein bisschen nach Gefühl gehen, also nicht zu dicht, aber auch nicht zu sparsam sein mit dem Saatgut, so dass die Samen gut aufgehen können und man schon gut ernten kann. Als nächstes kommen die roten Radieschen dran, die finde ich besonders hübsch. Ich mag ja die Farbe Lila so gerne und könnte mir auch vorstellen, dass so dieses Farbspiel von Grün und Lila wirklich toll aussieht. Das Saatgut von den Radieschen ist ein bisschen größer. Ja, kennt ihr ja wahrscheinlich, habt ihr ja bestimmt schon mal Radieschen ausgesät. Und auch das wird jetzt auf dem angefeuchteten Wattepad verteilt. Auch schauen, dass man da keine großen Lücken hat. Man kann auch im Nachhinein noch hier und da ein Samenkörnchen ein bisschen zurechtrutschen, sodass die schön gleichmäßig verteilt sind. Bei den Radieschen war mir das noch nicht dicht genug, da hole ich mir noch ein bisschen Nachschub und ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, Radieschen sind vom Geschmack her ein bisschen schärfer als jetzt zum Beispiel die Brokkolisprossen, aber das wird sich dann noch zeigen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr gespannt, wenn ich mich da durchtesten kann. Dann kommt der Brokkoli noch dran. Die Samenkörner, die sind, wie man so vom Kohl kennt, klein, rund, schwarz, typische Kohlsamen und auch die werden auf dem feuchten Wattepad gleichmäßig verteilt. Ich könnte mir übrigens auch gut vorstellen, dass
Microgreens aussehen, sehr schön ist für Kinder, also dass man das mit den Kindern zusammen macht und beobachtet, wie die Samen keimen, wie die Sprossen sprießen und sich dann auch durch die unterschiedlichen Sorten probieren kann. Und ja, ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache, die man mit Kindern gemeinsam machen kann, vor allem jetzt in der dunklen Jahreszeit, wo ja, man draußen nicht allzu viele Möglichkeiten hat, sich im Garten zu beschäftigen, ist das, glaube ich, eine ganz tolle Sache. Und ja, wenn die Samen schön gleichmäßig verteilt sind, hier und da mit dem Fingerchen noch ein bisschen ausbessern, dass sie schön gleichmäßig auf dem Wattepad liegen. Und ja, dann wird das Ganze noch angegossen mit der Ballbrause, dass die Samen auch von oben schön feucht sind. Und eine Ballbrause eignet sich ganz gut dafür, damit man die feinen Samen nicht wegspült beim Gießen. Und man sollte auch darauf achten, dass man das Ganze nicht zu feucht hält. Also die Samen, die sollen natürlich auch nicht schwimmen. Und ja, hier sieht man das nochmal in der Nahaufnahme, wie unterschiedlich die einzelnen Sorten aussehen. Und ja, dann geht es auch schon los mit meinem kleinen Experiment. Ich möchte gerne testen, ob die Microgreens vielleicht auf einer Anzuchterde besser wachsen als auf Wattepads. Und ja, dafür habe ich mir zwei identische Schalen rausgesucht. Und die eine wird mit einer mageren Anzuchterde gefüllt. Die ist sehr nährstoffarm und sehr fein, die Erde. Und ja, da lege ich die Schale dünn mit aus. Da braucht auch gar nicht viel Erde rein. Einfach ein bisschen, dass die Samen und die Keimlinge für die ersten Tage dort wurzeln können. Und die zweite Anzuchtschale, die werde ich dann mit Wattepads auslegen. Dafür habe ich mir dann die kleineren genommen. Die halbiere ich dann einmal, sodass die auch schön in diese länglichen Schalen hineinpassen. Und ja, ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Microgreens vielleicht tatsächlich auf der Anzuchterde besser wachsen, weil sie sich dort noch ein bisschen mehr Nährstoffe rausholen können als auf der Watte. Aber das Ganze wird sich zeigen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Was meint ihr denn? In welcher Schale werden die Microgreens besser wachsen? So, und noch einmal kurz zum Thema Substrat oder Unterlage. Es gibt ja auch noch diverse andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel im Handel Kokosmatten, die man sich zurechtschneiden kann als Unterlage für Microgreens. Es gibt auch so eine Art Plastikschale mit Siebeinsatz, wo die Microgreens dann durchwurzeln können. Es gibt auch so Papiere, die man auslegen kann unter den Samen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt für eine recht preiswerte Variante entschieden. Erde und Wattepads, die man vielleicht auch so zu Hause noch liegen hat oder halt auch nicht sehr teuer im Einkauf sind. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Wahl, weil dort auch die Microgreens gut wurzeln können. Mit Küchenpapier, ja, ich finde, Küchenpapier ist immer sehr dünn, also da muss man schon viele Lagen für verwenden. Und ich finde die Wattepads dann doch da ein bisschen schöner und einfacher, auch für die Pflanzen zum Durchwurzeln vielleicht. Und ja, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man etwas nimmt, was keine Schadstoffe freisetzt. Dass man da so ein bisschen darauf achtet, dass wenn man zum Beispiel Plastikschalen verwendet, dass sie für den Lebensmittelbereich geeignet sind. Und ja, ich fand das jetzt mit dem Porzellan die schönere Variante, weil man dann auch die Microgreens einfach mal auf die Tafel stellen kann mit einer Schere dabei und dann kann sich jeder selbst das abschneiden und ernten, was einem schmeckt. Und ja, ich finde, dann hat man auch so ein bisschen dieses Ernteerlebnis am Tisch. Finde ich eigentlich ganz nett, die Idee. Man kann natürlich auch in Plastikschalen vorziehen und dann in der Küche das Ganze schneiden und die Microgreens in Schalen servieren, je nachdem, wie man das gerne hätte. Und ja, die länglichen Schalen, das waren übrigens ursprünglich Schalen für, ich glaube, Oliven, für Tapas. Und ich habe die jetzt einfach mal zweckentfremdet. Und ja, habe jetzt darauf geachtet. Ich habe die roten Radieschen, Microgreens, habe ich in die Mitte gesät und links und rechts daneben dann die grünen Sorten. Und ich glaube, das sieht dann wirklich nett aus, wenn die gewachsen sind. Und ja, hier kommen noch die Brokkolis nach außen. Und dann
ist das Ganze auch schon fertig. Und wenn ihr Tipps habt für leckere Microgreens, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Man kann Zwiebeln aussehen, diverse Kohlsorten, Erbsen. Da gibt es ja wirklich viele Sorten, die man verwenden kann. Oder Sonnenblumen sind auch sehr lecker. Die habe ich übrigens auch schon ausprobiert. Also ich bin offen für vieles. Also wirklich gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann man sich ja hier und da noch eine gute Idee holen. Und ja, das Ganze wird auch hier wieder angegossen. Nicht zu viel, nicht zu wenig, so dass die Samen angefeuchtet sind und anfangen können zu keimen. Und ja, dann habe ich mir ja noch die Etagere rausgesucht. Ich glaube, das sieht auch ganz nett aus, wenn die Microgreens auf der Etagere wachsen. Ist übrigens auch sehr platzsparend, wenn man nicht viel Platz auf der Fensterbank hat. Dann kann man die Etagere dann auch nach der Aussaat zusammenbauen und dann quasi in die Höhe, in der Höhe wachsen lassen, die Microgreens. Und hier werde ich mich übrigens dafür entscheiden, dass ich auf jede Etage eine andere Sorte sehe. Und ja, lege auch hier das Ganze mit den Wattepads aus. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen durch das Loch in der Mitte, dass man nicht zu viel gießt, dass das unten wieder rausläuft. Aber ja, wenn man darauf achtet, klappt das, glaube ich, ganz gut. Und ja, noch einmal kurz angießen das Ganze und schon sind die Schalen vorbereitet. Also ihr seht, das geht wirklich sehr schnell und auch sehr sauber. Man muss eigentlich nicht groß mit Erde rummatschen, wenn man die Watte verwendet. Und ja, ich finde, das ist wirklich eine schnelle, flotte Sache, die richtig Spaß macht. Und ja, die Aussaat, das habt ihr ja alles schon gesehen, deswegen hier noch einmal kurz im Zeitraffer. Ja, dann habe ich die Platten bei uns auf die Fensterbank gestellt. Microgreens stehen gerne hell, aber ja, direkte Sonne und Hitze vertragen die nicht so gut, weil dann auch die Gefahr der Austrocknung besteht. Aber da es momentan sowieso eher grau und trüb bei uns ist, war die Fensterbank der ideale Standort. Keimtemperaturen von so um die 20 Grad sind ideal. Wenn es ein bisschen kühler ist, ist es auch nicht schlimm. Dann kann es wohl sein, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert mit der Keimung. Aber ich denke, so eine Fensterbank bei Raumtemperatur, da kann man nichts falsch machen mit. Kommen wir jetzt zu den Sprossen. Keimsprossen, die brauchen im Gegensatz zu den Microgreens kein Substrat, sondern können in solchen Sprossentürmen angebaut werden. Mein Sprossenturm, der ist schon 6 bis 7 Jahre alt, deswegen ist er nicht mehr ganz so hübsch, aber er erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Und ja, dann kommt in die Schale mit Ablaufloch, kommt das Saatgut rein. Man sollte auch nicht zu viel auf einmal reintun, weil wenn die Sprossen aufgehen, dann nehmen die schon sehr viel Platz in Anspruch. Und ja, das Ganze muss dann 1 bis 2 Mal am Tag gespült werden. Und das Abtropfwasser, das landet dann unten in der Auffangschale. Und am besten macht man auch den Deckel oben drauf, weil dann geht das Ganze noch ein bisschen schneller. Ich habe hier für uns die Alfalfa verwendet und bin schon sehr gespannt, wie der Unterschied zwischen Keimsprossen und Microgreens ist bei der Alfalfa. Und ja, wer keinen Sprossenturm hat, der kann natürlich auch ein Sprossenglas verwenden oder sich ganz einfach selbst eins basteln. Und hier setze ich noch Mungbohnen an, die finden wir super lecker für asiatische Gemüsepfannen. Und auch hier sollte man darauf achten, dass man nicht zu viele Samen ins Glas füllt. Und ja, dann wird das Ganze mit Wasser aufgefüllt und circa 12 bis 24 Stunden so stehen gelassen. Dann quellen die Samen ein bisschen auf und können dann im Anschluss abgeschüttet werden. Und wenn man sich ein Sprossenglas selbst basteln kann, kann man einfach ein Organza-Säckchen oder ein Fliegenschutznetz sich zurechtschneiden. Ich habe das in dem Fall auch vorab noch einmal durchgewaschen. Und dann wird das Ganze mit einem Gummiband befestigt und fertig ist das Sprossenglas. Dann kann man ganz bequem das Glas, das Wasser abschütten. Und ja, Mungbohnen finde ich wirklich super. Die mögen wir total gerne.
Und hier sieht man das, wenn man die ein- bis zweimal täglich spült, die Keimsprossen, dann nimmt man das Netz oder das Sieb, je nachdem, was man hat, ab und dann kommt da Wasser drauf, dann wird das Ganze gespült, dann kommt das Organza-Säckchen wieder drauf, wird mit dem Gummiband befestigt und dann kann man das Ganze ganz bequem über dem Waschbecken abschütten, ohne dass einem die Samen im Waschbecken landen. Und das mache ich so ein- bis zweimal am Tag, damit sich keine Bakterien und Keime bilden. Und so sieht das Ganze nach 2 Tagen aus. Super, oder? Wie schnell sowas geht. Ich bin jedes Mal fasziniert. Im nächsten Video zeige ich euch dann die Wachstumsphase der Microgreens und das Ergebnis des kleinen Experiments. Und natürlich wird es auch einen Geschmackstest geben und vielleicht stelle ich euch auch ein paar Verarbeitungsmöglichkeiten vor. Mal schauen, also abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und wie immer sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.